Wir sind hier in den Kasseler Bergen. Es geht bergauf, bergab. Und der LKW rechts vor mir, der kommt keinen Berg hoch, schleicht da was rum. Aber bergab, bergab, da ist ein ganz großer und lässt richtig fett rollen. 95 bis auf 100 oder was, lässt der den Karren rollen. Jeder will natürlich dran vorbei, aber dann fährt man hoch den Berg, will an ihm vorbei und dann plötzlich lässt er wieder rollen und man kommt nicht mehr dran vorbei. Naja, ich habe schon aufgegeben, ihn zu überholen. Ich eierle einfach hinterher. Ja, der andere, der wusste es natürlich nicht und versucht ihn jetzt auch zu überholen. Und ach, der ist so ein Kollegenschwein, der Rechte da. Göttinger, du lecker, du kommst am Berg nicht hoch mit dem Scheißal, Sauerberg runter. Ja, ich fahre auch schon lange hinterher. Schön. In Langenhagen? Nee. Wo war ich gestern? In Langenhagen. Alter, ey. Das war aber nichts, ne? Hast du selber gemerkt. Davon berichten, vom Jadebusen bis zum Wendland bleibt es ein bisschen bewölkt. Temperaturen erreichen 19 bis 3. Einzelne Schauer, dann zieht nämlich Chance nach unten, nach Südosteuropa weg bei 13 bis 16. Er hat es auch gesehen, der LKW hinter mir. Das ist denn. Er hat das die Forke dann noch schnell angehoben, aber naja. Ach mein Gott. Alles gut. Was redst du da? Ja, nee, diesmal nicht. Was ist? Wieso, warum, was ist denn bei Amazon? Achso, du wolltest ja dein Guthaben los. Nee, das Guthaben wird so eh nicht los, ne? Oh, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Mein Gott! Die Hardcore-Fans unter euch haben sicher gemerkt, dass die letzten Folgen in der Zeit entstanden sind, als ich meine Fernfahrerwoche 2 gedreht habe. Und dieses ist eine Szene daraus, die da entstanden ist. Habe ich auch schon in der Fernfahrerwoche gezeigt, aber guckt ja längst nicht jeder. Ist aber lustig, finde ich. Ich stehe an der Rampe, werde seit 2 Stunden oder was beladen und der Mitarbeiter da ist neu und kennt sich noch nicht so richtig aus. Auf jeden Fall klopft er dann und von wegen, jo, fahr los. Are you ready? Ich ja. Aber das Tor ist noch nicht unten, oder? Oh. Sollte man denn aber auch mal. Was für blöde Manöver, ey. Stell dich dahinter an irgendwo. Das wird jetzt nicht mehr viel gebracht haben. Vollkommener Trottel, ey. Ja, da hätte ich auch keinen Bock. Aber ich bin hier nicht auf einer 2-Spur, sondern auf einer 3-Spur und ich weiß nicht, was hier los ist. Warum hier immer so rumgeeiert wird plötzlich. Das ist nicht normal. Jetzt schieße ich an denen vorbei, als würden sie stehen. Vor allem hier keine Berge, jetzt nur geradeaus und da verstehe ich nicht, wie sowas passiert. Da fährt vorne einer mit Eco. Der lässt 5 km/h weg, das dritte Auto dahinter schon 10 und das achte Auto dahinter schon 20. Also. So, jetzt schiebe ich mich mal hier hinter rein erstmal wieder. So, gucken, was passiert. Aber der fährt. Auch nur 77, also ziehe ich wieder raus. Sind hier Überholverbot? Warum sind die denn alle so schnur hintereinander? Ich habe das doch gar nicht kapiert hier. Ja, wer weiß. Ja, ich habe diese Woche alle 15er weg. Also
Ich habe nicht viel Pause gemacht. Warum? Ich habe in den Pausen quasi nur noch meine Daten kopiert von den Kameras. Jedes Mal hier diese 30 GB von SD. Jetzt lässt er mich da rechts verhungern. Erst schleicht er da die ganze Zeit rum. Ja, an mir liegt das nicht. Herr Schaf, was soll das denn jetzt? Warum lässt du mich denn hier verhungern? So losgehen, ey, du Arschgeil, ehrlich. Nein. Ich fahre jetzt ohne Brücken, Leerbrücken nach Gerbrunn. Hier links fängt ein Stau an. Und hier hinten, da hört er auf. Und weil es genau hinter so einem Berg ist, und das ist ja wirklich fies, dass man es dann erst auf dem letzten Drücker sieht, kann man ruhig mal warnen, weißt du? Wenn man das Funkgerät schon hat. Auch wenn es natürlich kaum noch einer anhat, weil alle die Stecker in Ohren haben und telefonieren. Wege Richtung Norden macht langsam hinterm Berg stets. Alles klar, danke dir. Ist aber nur zu viele Autos auf zu wenig Straße. Boah, jetzt stinkt es aber nach Gummi. In einem da blockiert aber eine Achse oder so beim Bremsen. Das sieht komisch aus. Das Rad muss normalerweise sicher anders stehen. Das ist doch niemals, oder? Da ganz rechts, da kommt ein schwarzer Scirocco an, mit einer Uschi drin. Und die fährt gleich die ganze Zeit neben meinem Fahrerhaus her. Also wirklich. Uschi guckt nach links, da fahre ich rum. Also gib ein bisschen Stoff, dann bist du vor mir. Ich mach jetzt keinen Platz. Du bist so blöde, wie du lang bist. Kimm dir die Haare aus dem Gesicht, dann siehst du auch was, Mensch! Ach Gott, bist du blöd, Mann. Ja, blöd bist du. Doof. Auf dem Standstreifen. Die hatte eine Beschleunigungsspur. Zwar hinter den Dingern, hinter der Leitplanke, aber das war wahrscheinlich ein Kilometer. Und da hinten schießt, jetzt schießt sie dahin. Auffahren kann sie nicht. Aber rechts überholen tut sie fast. Und jetzt eiert sie da blöde rum. Da kann sie plötzlich Gas geben. 160 PS oder weiß der Geier, wie viele da in ihrem Scirocco drin sitzen. Boah, statt mal nach links zu gucken, frühzeitig, um den Verkehr zu beobachten, damit man weiß, wie man einschert, wann man einschert, wo man einschert. Nein. Stur geradeaus. Hallo, 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 hallo. Mein Gott, wir sind heute Morgen alle am Pennen. Ich darf keinen mehr überholen. Ich darf keinen mehr überholen. Ich bin Alter. Ich bin 2 Stunden auf Achse. Ich habe jetzt schon 6-mal oder 5-mal drauf gedrückt heute Morgen. Das ist
ist ja nicht normal, ey, alter Schwede. Gut, dass ich jetzt erstmal abfahre in 2 Kilometern, ey. Ist ja ein Hammer heute Morgen. Echt ein Hammer. Schiebst du dir sonst wohin? Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Auch für eure Zuschüsse zu meinem Bußgeld, das ich ja noch gar nicht bezahlen muss. Ich weiß ja noch gar nicht, wie hoch das wird. Aber trotzdem schon mal danke. Und weil das Thema Verpixeln halt wieder voll auf dem Tisch liegt, könnt ihr euch auch noch mein Making-of-Video angucken. Das war ein Video, das schnell zu schneiden ging. Nur 5 Stunden. Könnt ihr euch da auch angucken. Ansonsten haben Freddy von Diesel TV und Mirko von Mirko auf Achse und ich mal zusammen gezockt. Worms. Es war super lustig. Der Livestream geht fast 2 Stunden, aber ich habe euch mal die Highlights zusammengeschnitten und hier mal eingeblendet. Zu finden ist das alles auf unserem neuen Kanal und der heißt im Moment noch FMS-Geblubber. Ist aber nur ein Arbeitstitel. Ach, die Musik ist auch schon wieder aus, es wird Zeit aufzuhören mit Quatschen. Leute, ich danke euch fürs Zusehen, trotz der ganzen Verpixelung, aber so war es bis Video 206 sowieso immer. Und danke, dass ihr auch trotzdem dabei bleibt. Und danke für eure Kohlen und danke für euren Daumen hoch und danke für euren Zuspruch und was nicht alles. Also man könnte euch so vielen Dank zusprechen, das ist unfassbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, ich muss noch mal. Ich bin eine Schneckseite. Oh, der Scheißwind! Ich kann dich nicht mal mit so einem verfickten One-Click-Ding. Ich hab mich selber abgeschossen. Ich hatte gerade an dem vorbei. Ich komm da nicht mal vorbei. Nee. Oh, scheißen Dreck, Alter. Du könntest dich höchstens freischießen da links oder so. Ja, genau! Jetzt doch nach unten direkt ins Wasser am besten! Flutsch, weg ist er! Oh Gott! Alle oh, ihr rutscht alle nach! Jawohl! So, Schafswerfer. Kein Face-Revel von Sascha. Das habe ich natürlich gelesen. Nein, das dumme Schaf! Ah, es ist doch nicht so dumm. Doch, es ist dumm! Es ist strunzendumm! Das Schaf ist strunzendumm! Nein! Ach, das ist schön. Oh, das Schaf ist dumm wie Brot! Und das ist mir jetzt aber wirklich ein innerer Vorbeimarsch. Fuck, Alter, Donald Trump! Eieiei, er hüpft auch noch. Der kann ja flippern.